Öffentlichkeit stehen, dann trotzdem irgendwo hinkommen, wo es nicht so öffentlichkeitswirksam ist. Ich möchte heute, ich mach's mal anders, ich fasse mich heute kurz. Okay. Ja. Was ich sagen möchte, weil man ja nie weiß, ob irgendeine Kamera wieder ist vom Staatsschutz und das landet im Netz, heute mal was Privates. Ich möchte, dass wir uns alle quasi mit Applaus vor dem Mann verneigen, der vor einem Jahr noch ein Orthonormalbürger war und das Ganze angeschoben hat. Das waren ja nicht wir Profis aus der Presse, die alten Politaktivisten. Das war ein ganz normaler Mann, der gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht, hat sich auf die Suche gemacht und hat mehr Fragen zutage gefördert als Antworten. Und die Mahnwachen, jedenfalls die neuen, quasi erfunden. Und dieser Dank, ja, sonst wäre auch ich nicht aktiv geworden, gilt Lars Meerholz, Freunde. So ist es auch. Weil du mich auf die Bühne geholt hast, für mich ist das ja nicht neu, auf der Bühne zu stehen. Ich möchte euch mal jemanden vorstellen, den ihr vielleicht auch schon aus dem einen oder anderen KenFM-Video kennt, weil KenFM als Plattform ist ja eine Plattform, die nur finanziert werden kann durch die Crowd, euch also. Aber das, was ich da in Kameras reinspreche, das muss ja auch irgendjemand auch schneiden und filmen. Und eigentlich ist sie Künstlerin und nimmt sich als Kamerafrau und Katrin viel Zeit für uns. Bilbo Calves ist heute hier. Bilbo, komm mal nach vorne, damit die Leute dich sehen. Ja, wow. Bilbo, ganz heiße Maus aus Paris, hat zu mir gesagt, sie hat noch nie so viel Deutsch gesprochen. Sie lebt seit 20 Jahren in Berlin wie im letzten Jahr. Ganz genau. Sag doch mal was, Bibo, wie ist es denn so, hier jetzt in Berlin plötzlich bei so einer politischen Bewegung dabei zu sein? Ich glaube, das ist auch interessant. Eigentlich, ich muss euch was sagen, ich bin ein Kind von einer kommunistischen Mutter und eine absolut kommunistische Familie. Mein Großvater war sogar deportiert im Krieg wegen seiner politischen Arbeit. Und hat mir als Kind versprochen, ich will mit Politik nichts zu tun haben. Nie und niemals. Und das habe ich richtig lange geschafft. Indem ich gar keine Zeitung gelesen habe. Nichts, kein einziger. Kein Fernsehen geguckt, nichts, nicht mal Radio gehört. Also Radio gibt nur für Musik, aber wenn es Leute gesprochen haben, sofort ausgeschaltet. Ich hatte auch eine eigene Sendung in Paris, wo es wirklich nur Musik war und gar kein Wort, nur der Logo von der Sendung gesprochen, das war's. Und dann durch die Kunst, also eigentlich kam es durch diese Falter, also ihr wisst, dass er einen Falter hat, oder? Ja. Das ist der Grund, dass ich den Mann kenne. So würde ich ihn nicht kennen. Hätte ich ihn absolut nicht, nee, sowas nicht. Gottes Willen. Und durch die Falter hat er dann in einem Kunstprojekt mit mir gearbeitet und dann wieder in einem anderen Kunstprojekt und dann wieder in einem anderen Kunstprojekt. Und dann hat er gesagt, ja, willst du mich ein bisschen für uns schneiden? Naja, eigentlich bin ich vom Schnitt ausgestiegen, um Kunst zu machen. Das wäre doch vollkommen absurd, dass ich jetzt für dich schneide. Aber okay, schon spannend, dann schneide ich. Und dann hat er nämlich irgendwelche Sachen immer erzählt über Politik, die ich nicht wissen wollte. Und ich sagte, nein, kann man nicht die Länder ersetzen mit A und B und die Leute mit den Buchstaben von den Namen und gar nicht wissen, wer das ist? Das ist mir doch scheißegal, wer wen bekriegt. Ich will es nicht wissen. Aber irgendwie auf Dauer müsste ich das wissen. Und ich danke dir für deine Geduld, weil wenn er das 20 Mal erneut erklärt und teilweise richtig ausfliegt, und dann ist mir doch egal, ja, das ist mir doch egal, du bist ja wunderbar, ja, mega! So, auf dem Trip. Aber es ist ein guter Mann, man ist immer trotzdem Freunde, man kann sich streiten. Und ich finde es auch toll, dass man sich mit ihm treiben kann. Ich kenne wenig Leute, mit denen man sich treiben kann. Bilbo, stell mir Fragen, erzähl mir doch mal, was ist denn jetzt eigentlich diese NATO? Und das kann ich einfach nicht mehr erklären, ohne Sauer. Ja, okay, ja. Das ist übertrieben, aber das ist ja in der Richtung schon. Also so tief geht es, weil ich dann. Ich stell mal vor, wenn man ein ganzes Leben nie und niemals Fernsehen guckt und niemals Radio hört. Das heißt, man weiß davon nichts. Und trotzdem habe ich schon sofort gewusst, dass es so funktioniert, dass Leute sich bekriegen, damit ein Dritter was davon hat. Das wüsste ich sofort. Aber mit Buchstaben, nicht mit den Ländern. Okay, ich gebe dir mal das Mikrofon zurück. Ja. Bilbo, Riesenapplaus für Bilbo Calves. Ich möchte heute wirklich nicht viel reden, weil ich muss sowieso kleine Einzelgespräche führen, aber ich will meine Stimme nicht ruinieren. Vielleicht nur so viel, ganz kurz.
Das letzte Interview oder der letzte Talk, den ich gemacht habe, die 20 Minuten auf der Mahnwache, haben ja teilweise für böses Blut gesorgt in der alten Friedensbewegung und so weiter. Und wir wollen da gar nicht näher drauf eingehen. Man kann, wenn man möchte, alles falsch verstehen. Und ich glaube, es gibt jede Menge Eitelkeiten in beiden Bewegungen. Aber ich denke, dass das gemeinsame Ziel, was wir eigentlich alle wollen, weil es uns alle betrifft, nämlich den Krieg in der Ukraine zu beenden, nicht dafür zu sorgen, dass der sich ausdehnt, dieses gemeinsame Ziel ist so viel wichtiger wie Eitelkeiten. Da sage ich gerne Entschuldigung, habe ich nicht so gemeint und so weiter und sage jetzt, ich habe aber nur reagiert, also ich habe dann, jemand hat das agiert und dann habe ich darauf reagiert. Aber was anderes, was glaube ich die Situation ganz gut macht. Ich bin nicht so jemand, der tagsüber oder nachts oder sonst was so kommerzielle Dinge tut, also einkaufen, sowas, habe ich keine Zeit. Aber manchmal ist es so, mein Sohn ist 8, der hat zu mir gesagt, er möchte unbedingt Handschuhe haben im Tor und die müssen von einem Verein sein, der heißt Bayern München. So. Kann man machen, ich kenne mich nicht aus mit Fußball, da gehen wir hin. Ja, gibt es eine neue Location, heißt Wall of Berlin, glaube ich. Kennt ihr das? Ja. Beim Potsdamer Platz gegenüber. Wall ist hier ganz schick und super toll. Und da bin ich hingegangen heute, war ich so 3 Stunden in der Wall of Berlin. Und was ich total interessant fand, die Wall of Berlin war voll, alle waren gut gelaunt, Kaffee trinken, alle sind rumgelaufen mit Tüten, haben sich Sachen gekauft, von Sportcheck gibt es da und Trennnest und was es hier alles gibt und ich bin nicht ein einziges Mal erkannt worden. Ja, fand ich super. Nicht ein einziges, doch einer hat mich erkannt, sagt, hey, von dir hört man ja gar nichts mehr, ich kenne dich noch früher, Radio for You. Sag ich, was macht denn eigentlich jetzt der? Sag ich, der ist schon tot, also der von dem er gesprochen hat. Ja, aber was machst du jetzt eigentlich? Sag ich, du, bin jetzt stark im Netz unterwegs. Aber was ich sagen möchte ist, mir ist dann wieder klar geworden, diese Wall of Berlin oder auch diese ganzen Einkaufszentren, da sind so 99% der Menschen in der Republik. Und die haben von dem, was sich da draußen abspielt und was wir so machen die letzten Monate, gar keine Ahnung. Wissen nichts? Ja. Wissen gar nichts? So, da kann man ihm auch gar nicht böse sein, weil die haben einen Job, der sich so runterzieht, dass sie tags, abends noch, vielleicht, wenn sie was Politisches sehen wollen, gucken sie vielleicht Günter Jauch oder Bernermann oder wie er heißt, ich weiß es nicht, das gucken sie sich an und das soll es gewesen sein, vielleicht noch irgendeine lustige Sendung beim ZDF, vielleicht noch die Anstalt und das war es dann Politik und sonst tun sie es einfach nicht. Und dann kann man ihm gar nicht böse sein, weil ich war auch viele Jahre so, dass ich das höchstens gesehen habe und noch wenn das oder so, dann eigene Sachen gemacht. Also die meisten haben gar keine Ahnung und solange die meisten keine Ahnung haben, aber dann trotzdem für uns wählen, also den Trend bestimmen, sind wir Opferfreunde. Und das muss uns klar sein, dass solange es nicht möglich ist, dass man mich in der Wall of Berlin erkennt, haben wir eigentlich nichts erreicht. Ja? Also das heißt, den Leuten ist das gar nicht klar, um was wir die ganze Zeit reden. Es geht dabei nicht um mich, sondern einfach, die haben keine Ahnung von. Die denken, das, was Putin ist, ist das, was in der Bild-Zeitung steht. Oder in der Süddeutschen, oder in der Welt, oder auch in der Taz, ist alles dasselbe. Ja? Was ich sagen möchte ist, wenn wir das erreichen wollen, was wir erreichen wollen, nämlich dass man 2015 davon ausgeht, dass man keinen dritten Weltkrieg mit deutscher Beteiligung überhaupt haben will, wenn wir das durchsetzen wollen, weil wir sind genau in der Situation, wo unsere Großeltern damals waren, da fragen wir immer, wie hat sich das damals angefühlt, so wie bei uns jetzt, so wie jetzt hat sich das angefühlt. Wenn wir also wollen, dass wir das verhindern, dann geht das nur, wenn wir zusammenarbeiten, und zwar alle, die alte und die neue Regierung müssen zusammenarbeiten, weil wir auch eine Verantwortung haben. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber diesen vielen Menschen, die diesen Wall of Berlin laufen und gar nicht die Chance haben, das zu verstehen. Also das ist unser Job, wenn die Öffentlich-Rechtlichen das nicht machen, müssen wir halt öffentlich und rechtlich das eben tun. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, ich habe mich gestern auch mit Shaya getroffen, der ja auch rumrennt. Shaya, komm auf die Bühne, du alter Linksklubalist. Komm rüber. Ja? Und auch Braun und so getroffen und die haben uns überlegt. Herzlich willkommen, Peter. Wir werden 2015 etwas nicht machen, wir werden nicht darauf warten, wer auch immer in welcher Bewegung sich bei wem entschuldigt oder distanziert oder was auch immer, dafür haben wir keine Zeit mehr. Es wird so eine Art Koalition der Willigen geben und wir werden uns auf das konzentrieren, auf was es ankommt und werden mit denen für den Frieden sorgen, für den Frieden kämpfen, die dafür kämpfen wollen und deren eigene Eitelkeit nicht so wichtig sind. Das ist das, was wir 2015 machen werden. Ja? Also, das heißt, ich will gar kein Kriegsgeil begraben, weil ich habe gar keins. Aber ich werde 2015 auch nicht mehr sagen, der muss sich erst entschuldigen und dann hat der noch was und die haben sich von dem distanziert. Vergesst das. Wir haben einen Frieden, der existiert nicht mehr wirklich in Europa. Der soll noch stärker kriegsmäßig angeschoben werden. Ich sage bloß gerade vor, wir können das nur verhindern mit denen, die professionell dafür sind und sich nicht auf Einzelkämpfe mit Einzelpersonen konzentrieren. Dafür sollten wir alle nicht mehr zu haben sein. Wir sollten uns wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Das werde ich 2015 machen. Ich kann ja schon vieles gesagt.
gesagt, ich fasse mich wirklich kurz. Die Zeiten sind wirklich so, dass man protestieren muss. Ich habe mich sehr gefreut über was in Frankfurt letzten Samstag los war, dass über 20.000 Menschen gegen den europäischen Tabak auf die Straße gegangen sind und ein klares Nein gesagt haben zu die Politik, die für diese Banker, diese Banksystem, diese Finanzmafia steht, weil das, was in der Ukraine stattfindet und das, was in Griechenland passiert, die haben miteinander zu tun. Das sind zwei Seiten der imperialen Medaille. In Ukraine machen sie es mit Krieg, mit Bürgerkrieg, mit Chaos, mit Unterstützung von faschistischen Banden. In Griechenland machen sie es mit Kredite. Ihr wühlt die ganze Bevölkerung raus damit. Über Kredite und erpressen die Menschen dort und machen sie kaputt. Das ist ermutigend, dass so viele Menschen in Frankfurt auf die Straße gegangen sind. Wir werden weitermachen. Gegen diese imperiale Politik, gegen die Ungerechtigkeit, die es überall gibt. Und wisst ihr, es wird viel versucht, seitens Medien die ganze Zeit Zwist zwischen uns zu bringen. Die ganze Zeit, dass wir uns mit Personen beschäftigen. Hat Ken jetzt da irgendwo einen Nebensatz gesagt? Hat der und der da was gesagt? Lass uns das nicht mehr gefallen. Lass uns bei den Inhalten bleiben, bei den sachlichen Auseinandersetzungen bleiben gegen die Politik dieser Elite. Denn die Politik der heutigen Elite ist einfach nicht nachhaltig für die Menschheit. Wir brauchen eine ganz andere Politik, eine ganz andere Weltordnung, die auf Gerechtigkeit, auf Frieden und auf Freiheit basiert. Dankeschön, Leute. Danke. Ein letzter Satz von mir, weil ich hier gerade hinten eine Antifa-Fahne gesehen habe. Ihr wisst ja, Antifa, das ist kein Label, was geschützt ist. Ich bin dafür, dass man für den Frieden kämpft, aber ganz wesentlich ist, dass man das friedlich tut, Freunde. Dass man auf keinen Fall Gewalt übt. Das ist ganz wichtig. Ja. Weil das ist ja ein Trick. In dem Moment, wo man Gewalt kämpft, kommt, hat man so die Tausend der Tasche, ist man ja so ähnlich. Man kann ja nicht friedlich für den Frieden kämpfen, aber gewalttätig sein. Da sind wir wieder in Frankfurt bei der EZB. Es gab dort Ausschreitungen, aber die meisten Menschen waren dort friedlich. Man hat nur die wenigen gezeigt. Da weiß man gar nicht, von wem die bezahlt werden. So sind die alle gewesen. Das ist natürlich Quatsch. Das gibt es auch bei den Linken. Bei den Linken gibt es Leute, die sich für links ausgeben, aber eigentlich Geld dafür bekommen, gewalttätig zu werden, damit wir reagieren. Wir sollten uns gegenseitig davor schützen, wir sollten da auch gar nicht zurückschlagen. Wir sollten die einfach in die Defensive drängen, wir sollten sie vernachlässigen, wir sollten uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Es gibt auch in unseren Reihen, auch bei den Linken, jede Menge Falschspieler. Muss uns auch klar sein. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Freunde, das ist das Schöne. Das ist die absolute Minderheit, diese Provokateure. Es gibt sie, es wird sie immer geben, es ist die Minderheit. Und wir haben diese Schwarmintelligenz, dass wir so schlau sind, dass wir auf diesen Trick nicht hineinfallen, dass wir uns in irgendwelche Grabenkämpfe verstricken lassen oder Gewalt mit Gewalt beantworten. Diese stoische, sag ich mal, diesen Mumm, ja, und diese Geduld, da muss auch ich dran arbeiten, ja, die sollten wir haben. Wir konzentrieren uns 2015 auf wesentliche Dinge und jemand, der nur stören will und über Köpfe das fahren will, um uns auseinander zu dividieren, wer uns diese Fallen aufbaut, uns vom Frieden abzulenken, da sollten wir uns gegenseitig dran erinnern, falls jemand sauer wird, sagt, mach das nicht. Da vorne ist der Frieden, wenn du hier Krieg produzierst, hat es mit dem Frieden nichts zu tun. Das ist mein letztes Wort. Vielen Dank. Und wir halten uns jetzt wirklich kurz, also die erste Info, 28 Pizzas wurden gerade geliefert. Oha. Irgendwie ist alles ein bisschen unter am Start. Die können da abgeholt werden, wo sie bestellt wurden. Nach uns kommen die Spontanitäter. Wir haben heute noch Kill Is More. Wir haben heute noch die Bandbreite. Wir haben heute noch Photon. Und wenn ihr unbedingt wollt, spiele ich am Ende auch noch rein. Und herzlich willkommen, Heiko Schrein, den habe ich hier auch gesehen. Vielen Dank, dass du da bist, mein Lieber.